Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Während Herr Ströter sich die Frage stellt, warum mal der eine oder mal die andere aus der Grünen-Fraktion redet, stelle ich mir die Frage, warum bei diesem Thema eigentlich immer der Senator in die Bütt muss und warum Sie nicht mal selbst in der Lage sind, das hier zu erklären, wofür Sie politisch stehen und was Sie hier politisch vertreten. Und was den Kollegen Nussbaum angeht, da habe ich bis zum Schluss nicht so ganz verstanden. Ja, Sie können doch, wir können doch rausgehen, daher können Sie mir das alles noch mal erzählen. Hören Sie mir erst mal zu. Entspannen Sie sich und hören Sie mir zu. Beim Kollegen Nussbaum habe ich nicht so ganz verstanden, mit wem er sich ja eigentlich die ganze Zeit auseinandersetzt. Also ob er sich jetzt mit Herrn Melzer auseinandersetzt oder ob er sich mit seiner eigenen Fraktion auseinandersetzt oder ob er sich mit Herrn Heilmann auseinandersetzt oder ob er sich wirklich mit unseren Einwürfen hier auseinandersetzt. Weil meine Einwürfe waren überhaupt nicht, dass das ganze Verfahren rechtswidrig ist. Das habe ich nie gesagt. Ich habe auch mich hier zum Thema Kartellamt kein einziges Mal geäußert. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, die BGH-Entscheidung von Dezember birgt höhere Vergaberisiken, wenn man sie nicht berücksichtigt. Und der Senat hätte gut daran getan, als er von der Opposition seinerzeit im Hauptausschuss darauf hingewiesen worden ist, den Vergabebrief schon damals zu korrigieren, anstatt einfach munter ihn in die Welt rauszublasen, 6 Monate zu warten und jetzt festzustellen, dass er ein Problem hat. Mehr habe ich nicht gesagt. Also wenn man Risiken minimieren will, dann hätte man seinerzeit, statt einfach, wie Sie es ja hier auch wieder tun, rumzulärmen, weil die Opposition was sagt, mal zuhören sollen, was möglicherweise an den Argumenten, die da von der Opposition kommen, dran sind. Das und nichts anderes hatte ich hier vorhin vorgebracht. Nun sagt ja Herr Melzer immer, man hätte sich total intensiv mit diesem und jedem hier im Parlament befasst. Naja, also es muss uns mal ganz klar zu sagen, also als die Vergabebriefe im Hauptausschuss diskutiert worden sind, haben Sie sich mit überhaupt nichts befasst. Die einzigen Fragen und die einzigen Einwürfe und Kritiken kamen von der Opposition. Sie haben da gesessen wie die ägyptische Sphinx und haben gar nichts gemacht und alles durchgewinkt, was der Senator auf den Tisch gelegt hat. Also, es wäre ja schön gewesen, Sie hätten sich damit intensiv befasst, weil dann hätten Sie möglicherweise die Senatsfinanzverwaltung davor bewahrt, diese 200.000 zu verbrennen und wieder ein halbes Jahr zusätzlicher Zeit zu produzieren. Das sozusagen ist aber Ihre Verantwortung, da will ich mich jetzt gar nicht intensiver reinhängen. So, Herr Nussbaum, also das stimmt ja, man muss keine Kriterien angeben, man muss keine Unterkriterien angeben. Aber was der BGH sagt, und da lesen Sie bitte jetzt nochmal nach, und es wäre ja auch absurd, Sie können ja nicht wirklich erklären, warum Sie das jetzt alles nochmal neu machen, wenn sich das aus dem Urteil nicht ergeben würde, dass Sie es nochmal neu machen müssten. Dann wäre ja überhaupt nicht zu erklären, warum Sie nicht einfach so weitermachen, wie Sie es im März schon gesagt haben. Also da beißt sich sozusagen Ihre Argo auch in den Schwanz, das stimmt vorne und hinten nicht. Der BGH hat gesagt, wenn Sie Unterkriterien angeben, dann müssen Sie aus Transparenzgründen die Gewichtung dieser Unterkriterien offenlegen. Und das hat Ihr zweiter Vergabebrief von seinerzeit nicht getan. Da hat Frau Suthoff gesagt, wir antizipieren. Sie haben aber nicht antizipiert. Sie hätten warten und lesen sollen. Dann wäre Ihnen der Fehler nicht passiert. Also, das BGH-Urteil ist vom 17. Dezember, vom 12. März kam die Urteilsbegründung, am 19. März hat im Hauptausschuss die Opposition gefordert, bitte denken Sie noch mal nach, bitte korrigieren Sie das noch mal. Da haben Sie gesagt, haben wir schon alles, was die Opposition da sagt, ist Zeug. Die Koalitionsfraktionen haben da gesessen und brav alles abgenickt. Und jetzt kommt der noch mal andere Punkt, für Gas gilt das eben ganz genauso. Und am 14. Januar haben Sie den dritten Brief in die Welt geblasen, den dritten Vergabebrief Gas in die Welt geblasen. Und da haben Sie jetzt dasselbe Problem, denn da war das BGH-Urteil auch schon da. Und da hätten Sie auch schon sagen können, wir berücksichtigen das BGH-Urteil. Es sind in der Tat Zwillingsverfahren. Und wenn das eine ein rechtsfehlerhaftes Verfahren war, dann ist es schwer vorstellbar, dass das andere aber total dufte und in Ordnung gegangen sei. Das können Sie alles mehr oder weniger nicht wirklich erklären. Fakt bleibt, weder die Befangenheit irgendeines Senatsmitarbeiters oder irgendeines Senators oder eines Wachschutzes vor der Finanzverwaltung ist schuld daran, dass das Verfahren verschoben werden muss. Sind die Bitten der Bieter dafür verantwortlich, dass sie den Brief jetzt noch mal neu auflegen. Sondern verantwortlich dafür sind die Vorgaben des Bundesgerichtshofs, die sie im März schon hätten kennen können, die Sie auch im März hätten kennen müssen, mit denen Sie sich damals nicht auseinandergesetzt haben, weil es kam ja von der Opposition und Ihre traumwandlerischen Koalitionsfraktionäre haben den ganzen Kram abgenickt. Und jetzt haben wir den Salat, das ist Fakt und darüber reden wir heute.